Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play and Talk Mass Effect Andromeda hier auf Gen X Reloaded. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir sind im Gewölbe von Volt und müssen hier jetzt irgendwie durch die... Die Temperaturen liegen unter dem Gefrierpunkt und sinken weiter. Durch die Dings hier kommen. Kurz aufladen. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Lebenserhaltung ist wieder online. Hallo, mach doch bitte mal. Dann geht der wieder hoch. So alles Kacke. Die kann ich nicht starten. Was denn jetzt? Die Lebenserhaltung ist im kritischen Bereich. Na, ich weiß nicht. Ah, das ist aber ärgerlich hier. So, da muss ich mich hier nochmal umgucken. Extreme Kälte registriert, Pathfinder. Wenn ich die jetzt... Oh, hier ist ein Behälter. Dann ist super. Weltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Lebenserhaltung ist wieder online. Ich registriere einen erheblichen Temperatursturz. So, jetzt habe ich die alle so weit eingeschaltet. Ich hoffe, dass hier zu bleiben. Aber die kann ich nicht benutzen. Da oben komme ich nicht hin. Doch von da. Das war schon richtig so. Alter, was ist denn das hier für eine Verarsche? Die Lebenserhaltung hat ein kritisches Niveau erreicht. Bringen Sie sich bitte in Sicherheit. Oh Gott sei Dank. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Das war's. Gute Arbeit. Die Temperaturen liegen unter dem. Ja, muss ich die hier wieder umstellen? Vorsichtig. Vorsichtig, mein Freund. Jetzt. Ich muss. Ich
wette, wir kommen dahin, wenn wir ein bisschen rumspielen. Jetzt dann lade ich mich wieder auf. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Extreme Kälte registriert, Pathfinder. Da komme ich, glaube ich, noch. Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Und ich gehe jetzt um Stelle. Übelst. Übel, übel, übel. Ja. Oh, jetzt muss ich jetzt mal gucken, wo ich hier bin. Na, da muss ich hin. Aber dann würde ich... Oh. Super. Und das hat jetzt genau was gebracht? Nix. Aber das kann ich rüber. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Lebenserhaltung ist stabil. Du musst auch treffen. Oh, okay, das ist wieder hergestellt. Die Temperaturen liegen unter dem Gefrierpunkt und sinken weiter. Immer noch einer. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Lebenserhaltung ist stabil. Also, wo bin ich denn hier? Wie sieht denn das hier aus? Sagst du einfach so, ey. Müsste aber da hinten. Aber jetzt will ich gucken, was hier oben ist. Man kann hier nicht mehr, oder? Doch. Ist noch Muni. Sehr gut. Ah, du musst vorsichtig sein. Ich einfach hier so runterjumpen.
Okay. So. Wir geht nämlich hoch und können hier lang flitzen. Die Zone haben wir gerade mitgenommen. Oh, dann hättest du dich auch eben picken können. Jetzt kurz hier rein. Wow! Oder auch nicht. Oh, ich habe den nicht gesehen. Sichere Bedingungen. Wo ist der Penner? Die Temperaturen liegen unter dem Gefrierpunkt und sinken weiter. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Da kommen noch welche. Aktiviert das Reinigungsfeld. Vielleicht möchten Sie den Bereich durchsuchen. Ja, möchte ich wohl noch. Und ich muss dann ja eh auch sowieso erstmal gucken, wo ich überhaupt landen muss. Na? Wo ich hin muss. Okay. So, ich denke mal hier zurück. Und dann. Ja. So, und dann würde ich nämlich hier ein Zwischenstand machen. Erstmal dann nochmal wieder zurück. Weil ich weiß nicht, wie lange ich rennen muss. Und dann los. Okay, bereit machen zum Rennen. Ups. Da kommt es! Los, los! Verstärkung! Komm. Mann, die Sache verliert nie ihren Schrecken. Nichts wie raus hier. Ja. Geschafft. Sehr schön. Da kann ich mir erstmal einen Schluck zu trinken gönnen. Kalte Umgebung. Ich weiß. Ja. Genau. Pathfinder, die Lufttemperatur ist seit der Aktivierung des Gewölbes um 13 Grad gestiegen.
Aufgrund der geringeren Wolkendecke wird die Sonnenenergie dramatisch ansteigen. Unsere Leute können hier ein neues Leben beginnen. Ja, das ist ja irgendwo Sinn der Sache. Boah. Ich muss jetzt mal gucken, wo ich hier runterfahre. Weil runter geht immer einfach. Uai, caramba! So. Wollen wir mal gucken, ob wir jetzt die Dings hier auch schon bauen können. Wäre natürlich richtig geil. Dieser Ort eignet sich für einen Außenposten der Initiative Pathfinder. Ja, gut. Außenpost aktivieren. Bestätigt. Glückwunsch, Pathfinder. Das war eine echte Herausforderung. Schicken Sie jemanden ins Lager des Widerstands. Wir Hallo, Direktor. Sagen Sie mal, wie intensiv überwachen Sie mich eigentlich? Ja. So intensiv, wie es nun mal nötig ist, wenn wir durch Sie in fremde Angelegenheiten hineingezogen werden. Ernsthaft, Ryder. Gouverneurin Shai sitzt mir wegen dieses Außenpostens im Nacken. Wären die hiesigen Angara nicht an Bord, hätten wir ein Problem. Wir sind uns doch mit ihnen einig, oder? So viel sie auch erreicht haben, Pathfinder. Wir können es uns nicht leisten, unsere Nachbarn zu verärgern. Yep. Ich bin so vorgegangen, wie ich es für richtig hielt. Aber keine Sorge, wir wurden eingeladen. Gut. Wir brauchen jedes bisschen Lebensfähigkeit. Vor allem nach dieser Sache mit der Kett-Einrichtung. Vold hilft uns weiter. So kalt es dort auch ist, verbessert es doch die Chancen der Initiative. Aber sie müssen noch mehr finden. Wir sind natürlich niemals wirklich fertig. Der Kampf ums Überleben ist nichts, das einfach so endet. Aber jetzt wird es erstmal Zeit. Außer mit dem Tod. Teil Pathfinder, ihre Motivationsrede. Ich soll die Bedeutung von Volt in ein paar kurzen Sätzen zusammenfassen. Ja. Soweit es eben möglich ist. Ja. Volt ist mehr, als irgendjemand geahnt hatte. Eine empfindliche Niederlage für die Kett und für die Angara so vieles, was sie wiedererlangen können. Und für uns ist es schon jetzt ein gewaltiger Schritt. Wir brauchten Vorräte, wir fanden Partner. Aufzeichnung abgeschlossen, Pathfinder. Addison Ende. Ha, sehr schön. Sehr schön. Freut mich, Sie kennenzulernen, Pathfinder. Priya Blake, Captain des Außenpostens Tarf Uni. Gut, dass Sie hier sind. Ich dachte schon, wir wären bei dieser Sache auf uns gestellt. Was ist los? Haben Sie Probleme mit den Cat? Nein, zumindest glaube ich das nicht. Einige meiner Bohrtechniker sind während einer Forschungsexpedition westlich von hier verschwunden. Wir haben versucht, sie per Funk zu kontaktieren, aber die einzige Antwort war Rauschen. Wohin wollten Sie? Wissen Sie, wohin Sie wollten? Ich kenne die Route, aber wir haben auf halber Strecke Ihr Tracking-Signal verloren. Ich weiß nicht, wie weit Sie gekommen sind. Und Ihre Forschungsnotizen haben uns auch nicht weitergebracht. Die Daten sind beschädigt. Wir haben also keinerlei Spuren. Es ist meine Aufgabe, für die Sicherheit dieser Leute zu sorgen. Und was mache ich? Ich lasse sie einfach im Stich. Verlieren Sie nicht die Hoffnung. Ich werde Ihre Leute finden. Wenn Sie das sagen, glaube ich es sogar. Ihr Forschungslog ist im Labor. Vielleicht kann ja Ihre KI die beschädigten Daten wiederherstellen und daraus einen NAV-Punkt ableiten. Mir ist klar, dass wir hier Fuß fassen wollen, aber welches Interesse hat die Initiative an Vault? Sehen Sie sich um. Was sehen Sie? Eis. Unmengen an Eis. Wasser. Volt ist eine riesige, unerschöpfliche Wasserquelle.
Ja, wir sind stolz darauf, der Initiative als ihre ersten Eisflieger zu dienen. Wir bauen das Eis hier ab und beliefern damit Kolonien, in denen Wasserknappheit herrscht. Wie beispielsweise auf Eos. Ja, und sogar die Nexus. Je mehr Leute aus dem Kryoschlaf geholt werden, desto mehr Ressourcen werden wir brauchen. Unsere Eisflieger stellen sicher, dass Wasser niemals ein Problem sein wird. Sie haben sich für Ihren Außenposten einen ganz schön komplizierten Namen ausgesucht. Er stammt aus dem Shelesh, der Sprache der Angara, und bedeutet gemeinsam nach vorne. Er steht für die engen Beziehungen zwischen uns und den Angara hier auf Vault. Freut mich, dass Sie so gut zusammenarbeiten. Ich auch. Das hier ist Ihre Welt. Aber dank Ihnen haben Sie uns genug vertraut, um uns auf ihr einen Platz zuzugestehen. Meine Aufgabe ist es jetzt, diese Bande zu festigen. Wir werden unser Bestes geben, um Ihr Vertrauen in uns zu rechtfertigen. Gut, Prior Blade. Waren Sie auch bei der Allianz? Ja, ich war 10 Jahre Allianz-Offizierin, bevor ich genug davon hatte, nur eine Schachfigur in den Machtspielchen des Rates zu sein. Als ich dann von der Initiative hörte, dachte ich mir, sie wäre genau der Neuanfang, den ich brauchte. Eine Chance, wirklich etwas zu bewirken. Ich war früher auch bei der Allianz. Haben Sie sie je vermisst? Ich würde diese Entscheidung immer wieder so treffen. Aber wenn ich sehe, wie der Widerstand gegen die Kett kämpft... Sagen wir einfach, ich bin mir nicht sicher, ob ich meine Waffe wirklich für immer an den Nagel gehängt habe. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass uns die Angara erlaubt haben, hier einen Außenposten zu errichten. Ein Teil des Eises, das wir hier abbauen, geht an ihre Blockadebrecher, die es anschließend zu Widerstandsbasen überall im Cluster bringen. Wasser für ihre Soldaten. Richtig. Es ist ein gutes Gefühl, etwas zum Kampf gegen die Kett beizutragen. So gering dieser Beitrag auch sein mag. Okay, danke für die Info. Ich sollte mich besser auf den Weg machen. Kommen Sie wieder, falls Sie etwas brauchen. Hallo. So. Okay, was sagen Sie dazu? Von hier nach Geladen in 3 Stunden und 42 Minuten. Gar nicht mal so schlecht. Sagen Sie nichts. 3 Stunden und 18 Minuten. Verdammt! Ich habe also tatsächlich die Ehre, den Pathfinder kennenzulernen, der das alles hier möglich gemacht hat. Hi. Mein Name ist Lissana Telesso und dank Ihnen habe ich den besten Job der gesamten Galaxie. Und der wäre? Ich bin Eisfliegerin. Ich darf der Geißel ausweichen und den Cat entkommen, um die Kolonien mit Wasser zu versorgen. Noch aufregender geht's doch gar nicht. Sie stellen sich der Gefahr, um das Leben aller zu verbessern. Kein Wunder, dass Sie Ihren Job lieben. Naja, wenn man es so ausdrückt, ist Ihrer ja eigentlich ziemlich ähnlich. Ja. Wie sind Sie an diesen Job gekommen? Ich war Pilotin in der Citadel-Flotte, bis mir langweilig wurde und ich was Neues machen wollte. Die Initiative klang, als wäre sie genau mein Ding. Ich war eine der Ersten, die sich verpflichtet hat. Okay. Aber wie sind Sie in diesem Außenposten gelandet? Indem ich gefragt habe. Ich bin direkt in Priyas Büro marschiert und habe ihr erzählt, dass sie keine bessere Pilotin als mich finden wird. Ich sagte ihr, es wäre mir egal, dass die meisten Leute im Außenposten früher bei der Allianz waren. Ich wollte einfach dabei sein. Und das war's. Seitdem hat sie mich an der Backe. Ich bin schon durch die Geißel geflogen. Es ist alles andere als einfach. Aber genau deshalb macht es ja so viel Spaß. Ich muss meine Routen anpassen, um ihr auszuweichen. Das ist, als würde ich sie überlisten. Richtig knifflig wurde es bisher aber eigentlich immer nur, wenn ich ihr so nahe gekommen bin, dass sie mein Navigationssystem lahmgelegt hat. Einmal bin ich sogar komplett blind bis zur Nexus geflogen. Nie im Leben. Das schafft niemand. Hey, es gibt einen Grund, warum ich die beste Pilotin der Citadel war. Sie bauen also Eis ab und nutzen es als Wasserquelle. Ziemlich clever. Ich bringe Eisblöcke zur Nexus, nach Eos. Einmal bin ich sogar für die Angara nach Havarl geflogen. Apropos, als ich dort war, hat es sich irgendwie so angehört, als gäbe es Probleme. Die Angara waren jedenfalls ziemlich nervös.
Sie sollten vielleicht mal nachsehen, was los ist. Okay. Passen Sie auf sich auf. Keine Chance. Wo bleibt denn da der Spaß? Okay. So, können wir gucken? Forschungszentrum. Ach so. Nee, das mache ich nachher auf der Tempest. Modell einer trojanischen Fregatte. Wie tief mussten die Bordtechniker graben? Sie sind schon bei 30 Metern. Aber bisher hat sich die Temperatur noch nicht verändert. Dieser verfluchte Eisball. Ryan Fumuyo. Pathfinder, willkommen auf dem malerischen Vold. Ich hoffe, Sie genießen die Aussicht. Im Osten Eis, im Westen Meereis. Wenigstens sind Sie nicht mehr in der Kältekammer, oder? Sehen Sie sich um. Das hier ist eine Kältekammer. Aber ich werde diese Eishölle ertragen, wenn ich dadurch meine Forschung abschließen kann. Wissen Sie, bevor ich das Gewölbe aktiviert habe, war es hier noch schlimmer. Das habe ich gehört. Ich bin froh, dass ich nicht dabei war. Wie wird es hier wohl in 10 Jahren aussehen? Ja. Wenn das Gewölbe genügend Zeit hatte, um wirklich etwas zu verändern. Meinen Sie, es wird Ihren Ansprüchen genügen? Zu meinen Ansprüchen gehören ein Strand und eine gesunde Portion Sonne. Aber warten wir es ab. Woran forschen Sie? Ich untersuche Methoden zur Nutzung geothermischer Aktivität als Energiequelle. Ob Sie es glauben oder nicht, die Oberfläche von Vold ist ein Labyrinth von aufgeheizten Geothermalschloten. Sie sorgen dafür, dass der Planet nicht völlig unbewohnbar wird, aber nur knapp. Okay. Und Sie können das als Energiequelle nutzen. Das hoffe ich. Die Angara machen angeblich etwas Vergleichbares, aber sie lassen mich nicht in die Nähe davon. Darum bin ich entschlossen, allein eine Lösung zu finden. Okay, danke. Ich brauche im Moment nichts. Erfrieren Sie da draußen nicht. Bin vorher nicht erfroren. Dann fange ich da jetzt auch nicht mehr an. Schick, schick. Ja, das ist ja das ganze Gebäude einmal rum. Ich mal rufen. So, was sind wir hier? Nur draußen dann. Wahrscheinlich. Hey, da war noch ein Delta. Fred! Genau. Sie brauchen ihr Geld, wa? Bryn Kemper, Log 478. Ella hat die möglichen bei die nicht gefunden Probenstätten auf einen einzigen Radius eingeschränkt. Wir werden zu der Stätte und genug Proben für ihre Tests nehmen. Programmiere Gerät mit Navpunkt. Und das ist Logs letzte. Sam, kannst du mit diesem Chaos irgendwas anfangen? Analyse läuft. Anscheinend stammt der Großteil ihrer Daten von einem einzigen Navpunkt. Aktualisiere jetzt. Hoffentlich sind sie alle okay. Ja, ich will einfach nur wissen, wo das ist. Wie weit das weg ist. Marsch der Heide wieder, Mann. Ja, aber das überlegen wir uns dann. Aber Lebensfähigkeit, habt ihr gesehen, zählt schon bei 89%. Wir waren bei 29. Das ist schon besser.
Gut. Eigentlich hatten wir ja vor, hier dann wieder zu verschwinden. Das müssen wir dann gucken. Also könnt ihr mir gerne... Ah ne, das hört ihr erst zu spät. Ja. Wie gesagt, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich noch hier bleiben möchte, weil langsam habe ich die Schnauze voll von diesem Eisplaneten und wir müssen ja auch mit der Hauptstory mal weiterkommen. Aber das schauen wir dann mal. Gut, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir haben ja einiges erreicht. Wenn ja, dann lasst doch bitte den Daumen nach oben da. Aber wäre nice, tut euch nicht weh, mir hilft das unglaublich weiter. Und teilt das Video, das wäre auch super. Kommentiert, wäre auch super tollig. Und jo, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann, alles Gute, bleibt gesund, bleibt sicher. Bye bye, euer Tobi.